Herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ein lustiges und farbfrohes neues Let's Play muss ich übrigens erwähnen, weil das ein neues Standardspruch von Epic Lane Day ist. What the fuck? Okay. Ach, jetzt. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich mache gerade gar keine Webcam. Bringt's auch. Ah, Webcam bringt's auch voll bei Pick and Win, weißt du? Natürlich. Auch immer. Ja, ich dachte gerade, du bist Hauptmann 3. Ach, lustig, ist das lustig. Da ist der Matoro, der macht gerade mit. Ein Pick and Win. Okay. Das ist nicht der Hauptaccount, aber. Lass Bot 8 machen. Wir haben hier 2,33. Aha. Spiel einfach, du gewinnst eh, was ich sagst dir. Und am Ende gewinnst du nichts, so Schilling-Style. Ja, ich sag's dir irgendwie. Ich werde nie was gewinnen. Ganz doch, selten vielleicht. Ganz selten hast du gewonnen. Okay. Ja. Nee, da habe ich 3 Gewinner aber gehabt, ne? Das war doch bei 100 Coins oder nicht? Ich weiß vor allem, nicht, was du alles gewonnen hast. Ich hab nur die Mutter selten gesehen, dann habe ich das Video vielleicht gemacht. Dann hatte ich keinen Bock mehr, weil mir das Video einfach zu lang ging. Ah, oh, hier wird's ein bisschen knapp. Ich schätze mal hier unten so. Ich hatte damals ja erstmal gesagt 102 Coins, die 1-2 zählen. Ich habe so 2 weggemacht. Dann habe ich so die erste Reihe weggemacht. Da habe ich mich gewundert, warum ich dann 81 hatte statt 80, weil der eine hier noch schon weg war. Ich Idiot, ist mir nicht aufgefallen. Da habe ich in der zweiten Reihe in der Mitte einfach gemacht, war das Mun ganz selten. Epic Fail. Ach, fuck. Das war's. Guck mal kurz, was war das? Könnte eine T-Rex oder eine goldene Igel gewesen sein. Aber warte, ich kann noch kurz gucken. T-Rex. Das ist doch so eine orange Waffe, die man über 20.000 Tage oder so... Ach, egal. Die bessere Version der Saurus. Ich würde an diesem Board 6 nehmen, aber Board 8 wäre noch eine größere... Okay, welcher Board hat jetzt eine größere Chance, da ich jetzt nicht angefangen habe? Board 8. Ja, der hat... Glaube ich, oder? Ja, nee, wir Board 6 hat gerade sogar eine bessere Chance. Oh, boah, Alter, soll ich ganz schnell wegmachen alles? Müsstest du mal machen, ey. Und am Ende gewinne ich. Oh, mit oh, 4 oh, Coins. Oh. Vielleicht bleibt ja was übrig. Vielleicht hier so. Mit 40 Coins. Hier sind noch 34, Alter. Vielleicht gewinne ich wirklich. Alter, ich lese aber gleich vor, was ich alles hier gewinne. Ich kann gerade nicht gucken. Ich sag hier alles ab. Ich guck hier gerade, wo noch irgendwo Lücken sind. Alter, ich klau hier alles. Ich krieg glatte Erzklopfen, Alter. Das ist kein gewöhnliches Pick-and-Win-Video für mich. Eine Hawk für 3 Tage. Alter. Gewonnen! Universal-Fernbedienung hatte ich noch nie! Nice. Juhu! Geil, Mann! 14 Tage, scheiße! Vor allem bringt ihr das auch voll mit einem zweiten Account, ne? Ja! Trotzdem kann ich ja mal anspielen. Oh, die KD mit deinem zweiten Account ist so gut, 0,2%. Nice. Voll der Pro. Lane Day 2. Okay. Dann mache ich hier noch so. Aber das war wirklich gerade geil. Ups, ein anderer Spieler, hä? Okay. Fail. YOLO. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen noch was weg. Hurricane. Warpiece, hä? Vielleicht nochmal hier. Du, ich verspiele halt meine letzten 2 Coins. Nachschub vielleicht. Nachschub ist ja eh nicht mehr im Shop. Schaufel. Und was habe ich jetzt? Geil, eine Tsunami! 14 Tage! Wow! Coins auf Part 8! Wow! Nee! Das, ach, wie geil! Du Fettsack! Auf Part 8 am. Jetzt habe ich 2-mal die Tsunami für 14 Tage. Ich hole mir ja gerade einfach so alles raus und mache hier noch ein bisschen was weg. Lol, war aber geil für das Video jetzt gerade bei der Universal-Fernbedienung, ne? Und ich auf einmal jetzt mit der Tsunami. Wie muss man mal hier so... Ich meine, ich setze die Coins jetzt einfach noch weg, weil ich auf dem Board bin, weil ich keinen anderen nehmen will. Harrier. Lol, Alter. Okay, wo soll ich den letzten Coin ansetzen? Da kommt sowieso nichts mehr. Okay. Harrier 3-3. Ist nicht so eine gute Waffe. Signalshose, Leuchter blau. Black Hawk, ach man. Swappy. Solar Flare. 50er Heiltrank. Hawk 14. Streamliner. Sweat GMT. Munitionsgürteltasche. Leuchter blau. Nachschub für Pistolen, Warpiece,
Tarantula, Warpiece, 100er Heiltrank, Nachschub, leicht und weitreichend. So eine Tasche hier, die kann man auch upgraden. Also kann man alles eigentlich upgraden. Universalfernbedienung. Ja, ich weiß. Toll, ich hab eine Moon ganz selten für 14 Tage, eine Oma nee, das, selten für das war wirklich schön mal. Das war wirklich ein geiles Gefühl, gerade so Happy Feeling. Ich hatte ganz schnell Herzklopfen und einfach alles genommen. Weißt du, darauf hat es mir Spaß gemacht, in den letzten 2 Monaten mal so 40 Coins hier anzusammeln auf dem zweiten Account. Munition, bla 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 bla. Ja, Schaufel, Herzschlagradar, Rohrzange, Tande, Nachschub, Nachschub, Auto nachladen, 100er Heiltrank, Nachschub, Adder, Harrier, Nachschub, Nachschub, nachladen. Und Warpiece. Also, ganz nett, was habe ich hier für Post bekommen? Der Yannick mal wieder! Hm, warum was? Mit der dem? Macht mir die ganze Clan-Einladungen, der Vollidiot. Okay. Lane Day 2 hat beim Pick'n Win gewonnen. Matoru 2 hat beim Tsunami 2S gewonnen. Ich werde die wahrscheinlich gleich noch von einfach Cluster. Vor allem, jetzt heiße ich hier Lane Day 2 und du Matoru 2, obwohl das dein Hauptaccount ist. Wieso heißt eigentlich Matoru 2 und nicht nur Matoru? Weil ich mich damals eigentlich nur Matoru in einem Spiel nennen wollte und der Name war vergeben und irgendwie nicht. Ich bin seitdem nur noch Matoru 2. Lol. Okay, also das ist mein zweiter Account mit einer übel schlechten KD. Ist jetzt auch egal, ich habe ein bisschen angefangen zu spielen. Ich muss ja nicht sagen, den Account werde ich auch nicht verkaufen oder so, nein. Komm schon, einmal du voll fail als also eine Waffe gespielt, wenn jemand mal Lust hat oder in ein paar Monaten oder Wochen mache ich vielleicht mal auf Beginner vielleicht mal einen kleinen Test mit der Universalfernbedienung. Die sind lustig aus mit diesen Teddybären. 100, 170 Speeds. Okay, die ist besser als meine Bratpfanne. Nee, Quatsch. Mit dem Schaden, das fällt mir gerade auf. Die ist eigentlich nicht gerade gut, aber immer noch besser als so ein Schraubenschlüssel oder Rauzange. Ist doch schon mal Anfang für so einen zweiten Account. Da hat man wirklich viel Glück, wenn man Tag zu Tag hier so Picken Wins macht und die ja die ganze Zeit auflädt. Aber ich meine, wenn man hier auf den amerikanischen Server geht, dann hat man alle die Sachen noch, die man noch nicht gar nicht angefangen hat. Bei sowas wie der Universalvermittlung habe ich jetzt keine Ahnung. Hatte ich sonst noch sehr Picken Wins gewinnen und so weiter, kriegt man auf US-Server nicht. Muss man dann tatsächlich selber gewinnen noch. Ja. Leider. Aber jetzt zum Beispiel die Sachen von der Brickforce-Box kriegt man auf dem US-Server und von Gutscheincodes, glaube ich, die Sachen. Ging früher ja leider noch. Ja, das war der größte Scheiß auf der Gamescom. Oder da gab's zum Beispiel auch die Sachen vom Weihnachtskalender hat man da auch alle gekriegt. Ja, genau, stimmt. Da auch 3 permanente Hüte. Ja, oder 4 mit der Box inzwischen. Ich war so dumm und habe beim Weihnachtskalender ein Kästchen vergessen. Ich glaube, die 12 war das. Wie dumm war ich? Ich habe um Mitternacht dran gedacht. Um Mitternacht. Nein, warte. Nee, das war was anderes. Das war irgendwas anderes bei so einem Gewinn oder so, wo ich mal mitmachen wollte. Ich war so am frühen Morgen, bin ich so im Bus zur Schule gefahren und denk, Scheiße, ich hab gestern die Tür hier nicht geöffnet. Ich hoffe, dass sie das Weihnachten dieses Jahr wiederbringen. Auf der Gamescom war es allerdings der größte Scheiß. Es stand ganz groß im Prospekt, dass es was über Breakforce gab, aber dann war dann über Entfernung nur Dragon's Profit. Und der wollte mir... Die hatten aber auch gesagt, dass sie nur Dragon's Profit machen. Ja, ich habe mich darüber nicht erkundigt. Ich wollte so oder so zur Games kommen. Aber weißt du, der Typ wollte mir dann noch Dragon's Profit Gutscheine anbieten, der Idiot. Und naja, hättest du dir ja geben lassen können, dann verlosen können, ne? Hättest du echt eiskalt machen müssen. Ach egal, ich spiele kein Dragon's Profit, von daher. Hat Spaß gemacht hier. Verlosen können einfach. Bei dem letzten Gewinn war ich bei Lane der LP. Hier habe ich Lane der 2. Okay. Ich hab jetzt noch ich hab mich letztens falsch eingeloggt, weißt du? Ich hab statt com.de eingegeben und statt meine Gmail ein anderes online, aber andere Adresse versehentlich eingegeben. Was war? Ich hatte einen neuen Account angemacht, denn ich hab vergessen, dass ich diesen Account mal gemacht habe und dann nie damit reingegangen bin. Weißt du, da habe ich erstmal am Anfang gemacht. Ich dachte, die hätten den Account gesperrt oder so. Weißt du, dann ist mir das jetzt aufgefallen, dass ich dir online eingegeben habe. Dann bin ich da drin gewesen und dann dachte ich, cool, ein Coin, dann melde ich mich jeden Tag da auch an. Weißt du, dann melde ich dich da jetzt mal an, dann habe ich jetzt Pick'n Win, so heißt mein Profil. Dann habe ich mein Lane Day, Lane Day 2, Lane Day LP. Und für einen Freund melde ich mich auch jeden Tag ein, dann der spielt ja nicht, aber vielleicht kann ich dann irgendwann die Coins von dem auch einlösen.
Vor allem am besten sowieso die Leute, die noch Level 1 sind und schon was im Pick-and-Win gewinnen, ne? Ja, zum Beispiel der Bestimmt hier. keine Multi-Accounts, Naja, okay, nein. so wie der Lane der 2 und Lane der OP ist sogar, glaube ich, schon auf dem ersten Level. Hohoho, noch so weit. Okay, das hätte ich jetzt nicht sehen müssen. Tschüss.